The Ritz-Carlton in Boston. Was für ein Vergnügen, sage ich dann nur. Guck mal, da gibt es sogar die Ambassador-Abteilung. Ich meine, das ist doch Träumchen. Guck mal. Und kleine, leckere Pralines. Extra Träumchen. Na gut, bisschen spärlich könnte man sagen. Ja, könnte natürlich auch ein kleiner, naja, ich sag mal, noch ein kleiner Vino dabei sein oder so. Aber wir sind ja glücklich, wenn wir Ambassador-Member erstmal was Persönliches bekommen und wenn dann wir Ambassador auch noch was auf dem Zimmer finden. Und ich meine, es ist lange her, ja? Es ist lange her. Wir sind in den United States im The Ritz-Carlton in Boston und hier gibt es eine Ambassador-Abteilung. Eine Abteilung, die für uns Member da ist und uns so ein bisschen, ja, für Fragen und Antworten und auch für das Verwöhnprogramm zuständig sein soll. Und ja, ich kann sagen, man wird hier schon ein bisschen verwöhnt. Denn ich kam und hatte ja die kleinste Kategorie gebucht und bekam dann ein Deluxe, größeres Zimmer mit Stadt und mit, ja, Parkview und so weiter. Also ganz oben, oberster Stock. Hier ist, glaube ich, der 11. Der höchste, könnte noch der 12. sein, aber ich meine, 11 Stockwerke gab es. Und da ist man ganz oben, es ist leise, die Fenster sind dreifach verschalt. Also hier ist wirklich leise, ich habe geschlafen wie ein Bärchen, habe ich gesagt. Also ehrlich, es war ein extra Traum. Ich hatte also so viel Spaß. Kam also gestern sehr freundlich, also begrüßt und witzige Dormans. Es war keiner da, dann war der nachher so witzig. Also das ist ganz interessant gewesen und vor allen Dingen, es ist ja der letzte Tag meiner US-Reise und darum habe ich mich besonders drauf gefreut, dass ich jetzt hier in so einem Top-Hotel drin bin. Denn wir wissen ja, Boston, die haben hier so ein Luxury. Naja, gut, das ist ganz okay. Das kann man machen. The Liberty oder wie das Ding hieß. Also hab ich schon vergessen. Und Ritz-Carlton würde ich sagen, Boston, top. Wirklich top. Bisschen preistechnisch natürlich durch die Decke. Also ich meine, ab 1000 Euro und aufwärts. Aber ich meine, ist ja dann auch die Frage, wenn ich wirklich top bedient werde, ist es dann schon wieder wert. Dann spare ich woanders, wo es eben nicht so toll ist und kann dann da ein bisschen mehr reingeben, wo es eben fantastisch ist. Und es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Wirklich. Und vor allen Dingen hier sofort 16 Uhr Late Checkout. Ach, Gott sei Dank, ich bin sofort. Ich meine, dieses Late Checkout ist bares Geld wert. Noch in US. Und von der Seite muss ich sagen, insgesamt hat man ja in Asien immer ein Late Checkout. In Europa zum großen Teil. Es gab jetzt erst bei mir nur ein Hotel, was ein bisschen schwierig war. Das war da in der Nähe von Frankfurt. Ein Autograph. Aber in United States ist 16 Uhr, muss ich sagen, wirklich top. Und es freut mich, weil das eben doch sehr wichtig ist, weil man dadurch einen extremen Vorteil hat gegen alle anderen Gäste, die sonst ja dann um 11 oder 12 aus dem Haus müssen. Vielleicht um 12.30 Uhr, aber dann ist Feierabend. Dann musst du da raus, weil sonst musst du es bezahlen. Das ist eine Tagesrate, so eine halbe Tagesrate. Und die kann bei 1.000 Euro 400, 500 Dollar sein. Plus Steuer, wo wir dazu sagen, sind immer Nettopreise. Wir zahlen ja hier immer netto, also auch hier 1.000 Euro plus Steuer. So, und dann, ja, ist wirklich die Qualität des Hotels großartig. Also das ist eine nette Lobby, nette Mitarbeiter, sehr freundlich. Ich habe dann gesagt, ich brauche noch eine extra Geschichte mit Towels. Das hatten sie also vergessen. War aber auch daran, dass sie eben, das finde ich toll, weil ich erinnere mich an diesen anderen Ritz-Carlton, und zwar in New York. Da gab es ja für uns nur die Möglichkeit, noch ein Doppel, also ein Zimmer mit zwei Betten zu buchen. Das war hier genauso, weil sie die natürlich schwerer loswerden als King-Size-Betten. So, und von der Seite haben sie aber hier unten gefragt, sagen Sie, Herr Schröder, Sie haben zwei Doppelbetten, möchten Sie die unbedingt? Ich sage, nein, ich hätte lieber ein King-Size, weil es nicht anders buchbar war. Ja, haben wir uns schon gedacht, deswegen haben wir das für Sie aufgehoben. Guck mal, wie geil. Aber ich meine, das ist doch geil. Das genau ist das, was ich von diesen Luxushotels erwarte. Dafür zahle ich ja auch mehr. Wenn ich mehr zahle, erwarte ich auch besseren Service. Doch eine ganz logische Konsequenz. Sonst kann ich ja gleich ins Ibis gehen, ja? Oder hier mal diese Moxie-Hotels, ja? Ich meine, da geht man wirklich nur hin, wenn man, wie ich ja gesagt habe, nur wenn man am Airport oder so mal nicht anders kann und weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also das sind Notunterkünfte. Weil, wie sagt man, das ist so Übernachten auf dem Strohbett, ja? Das ist so albtraumtechnisch. Aber hier Ritz-Carlton Boston. Eine wirkliche Freude. Es waren wirklich positive Vibrations hier und das kann man nicht anders sagen. Was natürlich schade ist, es gibt eben bei diesen Ritz-Carlton oft kein Frühstück inkludiert, kein Zugang zur Club Lounge. Und das ist natürlich immer so, wo ich sage, das ist aber das Gesamt-Ritz-Carlton-System. Das gilt ja überall. Da musst du also wirklich immer alles extra dazu buchen und hier gilt das leider auch. Das ist, würde ich sagen, so ein bisschen Manko. Aber ansonsten tolle Betten.
Badezimmer mit Wanne und allem drum und dran. Alle Accessoires, so wie du es brauchst, da alles funktioniert, Wasserdruck da, Spaß und Freude pur. Und vor allen Dingen, jetzt geht es ja heute für mich auch an den Airport. Kann also jetzt bis 16 Uhr hier drin bleiben, werde also so 16:05 Uhr. Werde ich dann entspannt das Zimmer verlassen, dann gehe ich runter, dann checke ich out, dann setze ich mich ein Momentchen hin, mache ich noch ein bisschen Instagram und so und dann lasse ich mich so um 17 Uhr zum Flughafen fahren und um 19 Uhr geht es dann nach Hause. Also ich muss sagen, das geht nicht besser. Das ist entspanntes Reisen. So wie man sich das vorstellt, wie der Hon sich das erwünscht. Und von der Seite kann ich sagen, zwar gibt es hier so einen Zugang zu einer, ja, Gym-Geschichte, die so der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Aber wer eben gerne Gym macht, dem ist das ja sogar ganz recht, weil das sind ja dann richtige Clubs, ja. Also die haben hier keinen eigenen Club. Aber ansonsten gibt es Roomservice bis um 23 Uhr. Dieses 24-Stunden-Service haben sie momentan in den United States ja insgesamt noch wegen Corona eingestellt. Wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder geben. Aber hier kannst du auch den Roomservice bestellen, kannst Frühstück bestellen, etc. All das wird geliefert. Und ich habe euch ja gesagt, ich finde es zum Beispiel gut, gerade in Amerika ist es ja üblich, dass man sich dann irgendwo bei Starbucks oder sonstigen irgendwelchen Cafés was holt, was man eben gerne möchte. Das nimmt man mit aufs Zimmer. Auch kein Problem. Da guckt einen hier keiner schräg an. In Europa schon. Gut, dafür gibt es aber auch fantastisches Frühstück in Europa. Ihr Lieben, es hat Freude gemacht, in diesem, ja, letzten US-Hotel zu sein, in einem US The Ritz-Carlton Boston. Und jetzt geht's wieder ab in die Heimat. Ich hoffe, ihr habt die ganzen tollen Reviews euch angeguckt, die ich gedreht und gemacht und getan habe für euch. Damit also da wirklich Informationen raus sind, was ist in New York los, was ist in Chicago los und was in Boston los. Habe ich so den Nordenbereich fertig. LA machen wir dann erst im nächsten Jahr, das heißt so dieser ganze, ja, Bereich so von Los Angeles da hinten so runter, ja. Den werden wir dann ein bisschen später machen, weil jetzt brauche ich erstmal eine US-Pause, weil jetzt muss erstmal Asien kommen. Asien steht wieder vor der Tür, ich meine, Tokio hat wieder geöffnet, da können wir endlich wieder rein und auf diese Dinge freue ich mich natürlich jetzt. Dubai ist ja auch immer noch im Trend, also auch da gibt es ein paar neue Hotels, die ich mir gerne angucken möchte. Es wird also und bleibt also spannend. In diesem Sinne weiterhin viel Vergnügen, abonnieren, liken und wiederkehren und am besten sich jetzt noch die Roomtour ansehen. Und tschüss.
Maxim. Sexy beat.